Es war so klar. Es war so klar. Ach, Mann. So klar. Dass Jule einmal denkt sich, ja, das kriegen wir jetzt hin. Und dann ist einfach zu easy an die Sache rangegangen. Und das war auch sehr knapp. Dann haben wir halt nur noch 2 Leben. Ich glaube, wir kriegen das trotzdem hin. Das ist okay, das ist völlig okay. Wir kriegen hier oben ja nochmal Energie. Mehr brauchen wir gar nicht. Schmeißt du nochmal dein Stöckchen da? Ich weiß, es ist ein Knochen. Okay, ich würde sagen, wir gehen da jetzt direkt mit Dustman rein. Ich weiß nicht, was der kann. Den kann man auf jeden Fall nicht aufladen. Und der schmeißt halt mit Müll. Oder Staub. Mal gucken. Oh. Ich glaube, das geht ganz gut hier. Ich glaube, das kann ich mir gleich aufschreiben. Er ist gestorben. Schön, ich dachte, ich wäre schon tot. Gut, dann muss ich mir einen neuen Zettel machen und zwar das Dustman. Gut. Dust ist gut gegen Skull war das. Okay. Schön. Da kann ich mir direkt noch ein Passwort aufschreiben. Kann ich mir das hier durchstreichen? Wunderbärchen, ey. You got Skull. Barrier. Oh nein, Barrier hört sich so nach Schutzschild an, das was der auch hatte. Was an sich nichts bringt. Jetzt wollte ich das gerade schon wegdrücken, ey. A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Striche. So. A2. B3, B4, C5, E3 und F2. Schön. An wen begeben wir uns denn jetzt? Wir haben jetzt Dust. Ne, Skullman haben wir. Skull. Hätte ich jetzt gesagt, dass das gut gegen Pharao dann ist. Weil kann ich jetzt aber nicht bezeugen. Skull. Nimm einfach mal Drillman. Vielleicht passt das ja. Vielleicht passt bei Drill auch nochmal Dust, weil Dust und Drill, wenn da Staub in der Bohrmaschine drin ist, ist vielleicht nicht so ganz geil. Joa, bis zum Ende kommen. Die Viecher hier mag ich ja wie Fußpilz, ey. Okay. Das haben wir schon mal überlebt. Ah, du. Schön, dafür. Wie ist das eigentlich mit den Leben? Okay, die füllen sich dann wieder auf. Ich glaube, bei Mega Man 1 war das anders. Da hat man dann mit dem Leben von dem anderen weitergespielt oder so. Die Viecher auf dem Tod nicht ab, ne? Die Marienkäfer da. Die brauchen wir nicht, aber hier oben, die können wir mitnehmen. Ist ja auch ein bisschen übertrieben gewesen, aber immerhin, ne? Ich will mich ja nicht beschweren.
Oh, ein Leben. Da habe ich mich auch, glaube ich, schon das letzte Mal vor gescheut, dahin zu gehen. Wegen dieser Decke, weil die so niedrig ist. Ich lasse es diesmal auch. Okay, das war gut. Also da würde ich jetzt sagen, dass er mich nicht getroffen hat. Aber okay. Wir haben immer noch relativ viel Energie. Ah, die brauchen, genau, die brauchen nur einen Schuss. Den überspringen wir einfach. So, was kommt jetzt hier noch? Ein Energietank. Ja, den nehme ich doch gerne mit. Sehr schön. So. Oh nein! Die Viecher, die das gemacht haben, was sie wollten. Ich verstehe die Viecher nicht, ey. Oh, eine große Energie, danke schön. So, was kommt jetzt? Ah, jetzt kommt unser Lieblingsteil dieser Stage. Aber noch schlagen wir uns ganz gut. Oh, ein Leben, dankeschön. Ja, da war ich blöd. Weg da. Aber es ist schon eine schöne Animation von dem Stein. Und das sieht man auch, dass sie schön ist, weil die echt zeckt. Sag ich mal. Oh, ein Leben. Dankeschön. Oh, Gottes Willen. Keine Energie, gerne. Gerne, gerne, gerne. Oh, und das. Ah, das heißt, wir sind das letzte Mal eigentlich bis zum Ende fast gekommen. Was habe ich gesagt? Hier haben wir Drill, ne? Ich benutze einfach mal Skull. Aber es ist ja nur ein Schutzschild, ne? Ob das überhaupt was bringt, da muss ich ja in den Gegner reinlaufen. Oder vielleicht kann man das auch wegschießen. Das geht, das war, glaube ich, bei den Blättern damals. Bei Tree Man oder irgendwie sowas. Oder Woodman. Also das. Obwohl, wenn ich mich nicht so blöd anstelle, dann springt der, glaube ich, immer da rein, ne? Wir haben ja, glaube ich, jetzt noch 3 Leben. Oder 2? 2 haben wir, glaube ich, ne? Ne, 3 Leben. Dann würde ich sagen, probiere ich das einfach nochmal und ich lasse den einfach immer da reinspringen. Weil ich glaube, wenn der getroffen wird, dann endet er einfach seine Position. Also jedenfalls sah das gerade so aus. Naja. Okay, jetzt will er nicht mehr. Jetzt nehme ich mal Pharao. Ich versuche mal das.
Das prallt ab, ne? Tja, ich weiß nicht. Also Pharao haben wir jetzt nicht mehr so viel. Skull ist auch leer, glaube ich. Das ist scheiße, das prallt ab. Ich nehme mal noch den Rest von Pharao. Der wird jetzt sowieso, glaube ich, weg sein direkt. Dann mache ich mit meinem normalen Buster weiter. Toll. Ja, das war's dann mit Pharao Man. Aber an sich ist der machbar. Das mag ich nicht, dass der hier so rumspringt. Pixar, ey. Ja, der ist genau in mir hochgekommen. Weil ich da hinten gedreht habe. Fuck. Na gut. Wie viel haben wir denn noch? Eins. Also zwei eigentlich. Zwei Versuche haben wir noch. Die kriegen wir jetzt aber hin, komm, das ist doch jetzt nicht hier so das Zauberei oder was. Ich bin so dumm. Ich weiß, dass der genau beim ersten Mal da runter geht. Ich glaube, das ist besser, wenn ich hier so rumrutsche. Ach Mann, ey. Voll reingerutscht. Ich fasse es nicht. Okay, wir haben einen Energietank, ne? Bin ich da richtig informiert? Zwei haben wir sogar, okay. That means... Jetzt, reinhauen, ne? Oh, wir sind ein grüner Megaman. Jetzt hat er nicht aufgeladen, ne? Oder es sieht nur... Ne, okay. Ja, so ist okay. Wenn er so bleibt, ist alles super. Na! Ah, da habe ich mich dann doch ein bisschen erschrocken. Energietank. Eieieiei. Ich glaube, wir behalten sogar noch einen über. Hallo, willst du mal deine Waffe aufladen, bitte, Mega Man? Was ist da los? Well.